Ja, seid gegrüßt auf dem Pondwerk-Kanal, eurem Kanal für gepflegte Kräuterinformationen. Und heute machen wir mal wieder so einen Update-Blog, in dem verschiedene Informationen reinkommen, was jetzt gerade so ansteht, Mitte, Ende August, auf was ihr achten solltet, was wichtig ist und was bei mir so vor sich geht. Ja, aus meiner Sicht ist die Teich-Einkaufssaison schon seit geraumer Zeit beendet. Ups, kleiner Schock. Nee, also wer jetzt nicht zuheizen kann oder wer relativ kühle Temperaturen hat und keine Teichheizung besitzt, der sollte ja spätestens jetzt, aber eigentlich schon seit ein paar Wochen aus meiner Sicht nichts mehr in den Teich setzen. Wieso? Ja, das ist recht simpel. Wenn die Koi irgendwelche Auffälligkeiten zeigen und es geht dann in Herbst und Winter rein und die Temperaturen sinken dann bei 15 Grad und darunter, könnt ihr viele Mittel schon gar nicht mehr anwenden. Und wenn die Fische dann krank in den Winter reingehen, ist ein besonders hohes Risiko da, dass im nächsten Frühjahr dann massive Probleme oder Verluste auftreten. Und von daher sollte man nicht zu spät Fische kaufen und einsetzen, es sei denn, man heizt zu, man kann relativ lange die Temperaturen halten, kann die Saison verlängern, dann ist es ein anderer Fall. Ein weiteres Thema, das in die Richtung geht, ist Wachstumsfutter, sogenanntes High-Grow-Futter. Wer da noch welches da hat, ja, das soll meistens auch eher bei den höheren Temperaturen gegeben werden und bei 15 Grad und drunter dann nicht mehr. Da sollte das jetzt noch verfüttern, damit es eben nicht kaputt geht und nicht irgendwie dann bis nächstes Frühjahr, nächsten Sommer, da ist die Zeit lange. Da vergeht ja wieder ein halbes, dreiviertel Jahr. Da ist es ganz praktisch, wenn man das jetzt noch verfüttern kann und jetzt ist es noch rechtzeitig, jetzt haben wir ja, an vielen Teichen noch 20 Grad oder zumindest um den Dreh, 18, 19, 20 Grad, teilweise mehr, teilweise weniger, aber so ist wohl der Durchschnitt und das ist noch die Zeit für Wachstumsfutter. Deshalb, wenn ihr es eh schon füttert, jetzt voll raus damit. Wenn ihr noch Reste habt, ja, verfüttern, was weg ist, ist weg. Natürlich jetzt nicht die dreifache Menge reinkippen als normal, das ist klar, schon mit Sinn und Verstand. Aber das gilt ja für das gesamte Koi-Hobby, immer mit Sinn und Verstand und der gesunde Menschenverstand nie ausschalten, egal bei was, bei welchem Thema, bei Tipps, bei irgendwelchen Dingen, immer den gesunden Menschenverstand mit dabei haben. Dann, was passiert bei mir gerade? Ich habe mir hier so einen Meter Japanschlauch bestellt und heute bekommen. Ja, der böse Japanschlauch kann böse sein oder auch nicht. Das kommt natürlich immer darauf an, was man draus macht, wie tief man einbläst, welche Luftmenge, wie das Gesamtsetup am Teich ist. Ich hatte da mal ein Video gemacht vor, glaube ich, 2 Jahren, wo ich Probleme angesprochen hatte. Darum geht es jetzt nicht. Ich setze selber so ein Stückchen ein. Was habe ich vor? Ja, ich möchte einfach auf eine Taste drücken, wenn ich füttere. Dann soll der Skimmer 10 Minuten inaktiv sein und danach darf er wieder skimmern. Und da baue ich jetzt einfach, hier mache ich mir so was Rundes. Ungefähr 20 cm Durchmesser brauche ich da für meinen festen Skimmer. Ich mache es mal hier auf die Seite. Das befestige ich am Skimmer rundherum. Da wird eine Luftpumpe dran angeschlossen und dann drücke ich auf den Knopf. Dann tut die Steuerung für 10 oder 15 Minuten die Luftpumpe betätigen. Die Luft strömt aus und lenkt jegliches Futter vom Skimmer weg. Und bei mir, und so sollte das eigentlich auch sein, ist das Futter innerhalb von 1-2 Minuten aufgefressen. Also da ist eine richtige Gier und ein richtiger Fressdruck da. Und danach, also wie gesagt, so nach 10 Minuten wird automatisch das Skimmer wieder aktiviert, wie so automatisch. Wenn ich es nicht automatisch mache, ihr kennt es, dann schaltet ihr den Skimmer aus,
seid abgelenkt, bekommt Besuch, bekommt ein Telefonat und danach ist das Kimmer halt vergessen worden einzuschalten. Deshalb muss es automatisch gehen. Da könnt ihr so ein Finder-Zeitglied nehmen. Wenn ihr das jetzt separat baut oder wenn ihr eine Steuerung habt, die ihr selbst gebaut habt, könnt ihr das einfach damit integrieren. Ja, ist eine kleine Verbesserung, aber die wird ihren Effekt haben und ist wieder ein kleiner Schritt, die Sache zu verbessern und besser zu machen. Dann bekomme ich morgen Luftpumpen. Ich werde zwei Fujimec 80 bei mir in Betrieb nehmen. Die werden brauchen insgesamt 80, 85 Watt. Und werden dann so 150 Liter Luft zusammen generieren circa. Und dann möchte ich mal gucken, wie damit mein Teich läuft, also mein Luftheber, als Alternative zu anderen Pumpen. Ich will einfach da mal einen echten Performance-Test am Teich machen und schauen, verbessert sich was, ist es gleich, ist es schlechter. Auch darüber wird es dann sicherlich ein Video geben. Dann ein weiteres Thema. Ich hatte die Tage ein Video gesehen, da wurde drüber gerätselt, wieso dass die Fische jetzt bei 26, 27 Grad Wassertemperatur und Sonneneinstrahlung eigentlich den ganzen Tag über nicht fressen, auch abends nicht fressen, was die typische Fresszeit bei Fischen ist. Also abends bei Dämmerung ist die Hauptaktivität, ist der, ja, ich sag mal, der ursprüngliche, ist die ursprüngliche Fresszeit, die Hauptfresszeit. Natürlich fressen Fische den ganzen Tag, wenn sie was finden, logisch. Aber abends Richtung Dämmerung, da wird nochmal richtig Gas gegeben. Und auch dort, zu dieser Zeit, haben die Fische nicht gefressen. Die einzige Zeit, wo eine gewisse Fressaktivität war, war früh morgens. Und der Fall ist relativ klar für mich, da wird gerätselt, die Lösung wird, glaube ich, noch nicht gefunden, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt. Die Lösung ist aber aus meiner Sicht, Ferndiagnose, muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber ich kenne das Problem aus anderen Teichen und deshalb kann ich da rückschließen und bin mir da relativ sicher, dass es das Problem ist. Vielleicht sieht es der Teichbesitzer oder ihr könnt es ihm zutragen. Dann kann ihm einfach geholfen werden. Das Problem ist folgendes, wenn ihr einen Teich habt, der ziemlich in der Sonne ist, dann erwärmt er sich, das ist auch gut so, 26, 27 Grad ist noch nicht kritisch, ist alles im grünen Bereich erstmal, aber die Fische werden lethargisch und fressen nicht mehr so und schwimmen nicht so sehr. Was ist dann der Hintergrund? Na gut, da muss man einfach sich mal Gedanken machen, was da im Gashaushalt vor sich geht, wie das zusammenhängt. Und dann kommt man da drauf, dass bei dieser starken Sonneneinstrahlung die Photosynthese sehr aktiv ist. Das heißt, es wird sehr viel Sauerstoff produziert. Dadurch wird CO2 verdrängt. Und wenn man das mal nachmisst, dann kommt man schnell auf den Trichter, dass CO2 irgendwo gegen 0 geht, so bei 0, 1 sich befindet. Und es tut dann in den meisten Teichen Probleme verursachen. Wieso ist es dann morgens besser? Ja, das ist recht simpel. In der Nacht ist die Photosynthese nicht mehr am Gange. Die Fische atmen weiter und verbrauchen Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt sinkt. CO2 atmen sie aus, CO2 steigt über Nacht. Das heißt, in den frühen Morgenstunden, bevor die Sonne aufgeht, hat sich der Gashaushalt ein Stück weit normalisiert. Das heißt, CO2 ist gestiegen, Sauerstoff ist ein bisschen gefallen, die Fische fühlen sich wohler, fressen auch ein bisschen, dann kommt die Sonne raus und der liebe Teichbesitzer denkt, oh je, was ist jetzt schon wieder los? Liegt es an meiner Fütterung? Liegt es an diesem, jenen? Parasiten finde ich nicht. Mensch, was ist denn da los? Dabei schlägt einfach wieder die Photosynthese zu. CO2 rauscht wieder runter gegen Null. Sauerstoff geht durch die Decke über 100%. Verdrängt das CO2 und die Fische haben Symptome. Und das Spiel wiederholt sich dann Tag für Tag, beziehungsweise Nacht für Nacht. Am frühen Morgen sind die Fische einigermaßen okay. Und dann sind sie wieder schlecht drauf.
Das ist dort der Zusammenhang. Ja, das war's im Schnelldurchlauf mit den Themen, die ich so auf Lager hatte. Wenn ihr was rausziehen konntet, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Macht unten einen Kommentar rein, wenn ihr eine Anregung habt oder mitdiskutieren wollt. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, macht es. Dann habt ihr mir eine Freude gemacht und ihr werdet automatisch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis bald. Ciao.